Hallo und willkommen bei Gravities Plus. Diesmal habe ich sehr viele Rucksäcke für euch. Der ganze Tisch ist voll. Wir zeigen euch heute die Kollektion von Captain und Sun. Schöne Rucksäcke mit einem Anker drauf, ein größeres Modell und ein etwas kleineres Modell, dafür in zwei Farben. Wir schauen rein, was alles in so einem Rucksack Platz findet. Wir starten mit dem kleineren Rucksack von Captain und Sun. Jetzt hier in der Farbe Grau, den haben wir auch einmal in Schwarz, habt ihr im Intro schon gesehen. Innen drin ist der Blau und vielen Fächern, da schauen wir aber gleich rein. Hier haben wir dann noch einmal die Träger für den Rücken, die sind auch aus Leder, sehr hochwertig, innen mit Stoff. Riecht aber auch gut nach Leder, also man merkt schon, das ist Qualität, sieht auch super schick aus. Und dann schauen wir noch mal, wie viel Platz wir denn hier wirklich im Rucksack haben. Hier haben wir ein Laptopfach. Oder halt auch für ein iPad. Da passt ohne Probleme jetzt hier ein 10 Zoll Gerät rein. Soll alles gar kein Problem. Kann man dann auch hier mit dem Druckverschluss schließen, damit das Gerät nicht rausrutscht. Hier könnte man dann noch ein bisschen Zubehör reinmachen, wie Kabel oder Netzteil. Hier ebenfalls. Und hier haben wir dann auch nochmal mit Reißverschluss für einen Schlüssel oder was ähnliches. Auch sehr praktisch. Und hier vorne würde auch problemlos noch ein Liter Getränk oder was ähnliches reinpassen. Vielleicht auch ein Brötchen. Also kann man sich für den Tag sehr, sehr gut wappnen und damit rumlaufen. Jetzt schauen wir uns aber noch die größere Variante an und schauen, was wir da alles unterbekommen. Die ist gerade, wenn man etwas mehr Platz braucht, sehr, sehr cool. Wir haben hier oben einmal so einen Karabinerverschluss, den öffnen wir einmal und dann können wir das hier so aufwickeln. Das ist dann hier mit Magneten gesichert nochmal, auch sehr gut gelöst und wird dann einfach so zusammengerollt, wenn man ihn wieder zumachen möchte. Und hier drin hat man dann doch nochmal deutlich mehr Platz. Da haben wir auch wieder Fächer für Laptop oder iPad eben. Hier nochmal Fächer für Kabel und alles Mögliche. Und hier unten drin kann man dann doch auch fast ein ganzes Frühstück mitnehmen oder was man eben so braucht. Ja, auf jeden Fall deutlich mehr Platz, aber auch, glaube ich, etwas technischer insgesamt. Wir machen einmal nochmal zu und gucken uns an, was wir sonst noch für Fächer haben. Da haben wir hier vorne dann nochmal hier so ein bisschen, das ist so einem etwas festeren Material. Auch nochmal ein Fach, wo man noch recht viel unterbekommen kann. Und was man hier auch sieht, ist gerade bei der Polsterung, das ist hier auch so ein Rückenpolster, wenn man den länger trägt, auch das hier ein bisschen technischer. Und hier an der Seite habe ich dann nochmal ein Fach, wo ich auch unterwegs schnell drauf zugreifen kann. Wenn ich eben besonders schnell ein Gerät brauche oder Unterlagen, kann ich die entsprechend reinmachen. Und von vorne haben wir dann hier eben dieses leichte Kunststoffmaterial. Aber auch ein sehr, sehr schöner Rucksack. Auf jeden Fall für den Alltag ist man damit sehr gut gewappnet. Kommen wir zum Fazit zu den Captain und Sun Rucksäcken. Je nachdem, was ihr braucht, ob ihr eher mehr in der Stadt unterwegs seid und entsprechend viel Platz in eurem Rucksack braucht, weil ihr über den ganzen Tag kommen müsst, oder wenn es ein bisschen kleiner auch ausreicht, dann diese Variante. Die gibt es bei Gravis auch in Schwarz oder Grau. Schaut am besten im Store vorbei, ob die Variante für euch das Richtige ist. Ausprobieren ist wie immer angesagt. Die Möglichkeit habt ihr in den Gravis Stores. Ich wünsche viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieses und viele andere Produkte findet ihr auch in einem der über 40 Gravis Stores. Wo ihr den nächsten findet, findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Kanalabo da oder schaut euch die anderen Videos auf unserem Kanal an.